Wird böse, Leute. Also gut. Leute, die Erklärung schon bereit. Nein, wir machen das jetzt erstmal mit Countdown, ey. Das sind jetzt die Profis. Also gut, Leute. Okay, warte. Wir warten noch mal, bis ein paar mehr Leute rein, drin sind. Bei Jaros sind 1100, bei Marius 1600, bei 2000, bei Marius legen wir los. Okay. Und ich würde sagen, bei Jaros. Wir schaffen auch die 2000, oder? Ja, bei Jaros ist an uns hier. Bei beiden. Oder Leute, 1, ihr seid für mich, oder? Ihr seid für mich. Ich hab das erste Mal, mach ich Wettbewerb. 1,3 bei Jaros, bei Jaros 1,15 und bei Marius haben wir jetzt 2,4. Ich wollte gerade sagen, 2,000. Leute, er weiß doch gar nicht, wie sehr er verlieren wird, glaube ich. Jaros, ein kleiner Tipp von mir am Rande. Ich würde die Flasche aufmachen schon. Das darfst du schon. Ich nehme auch auf. Ich bin aufgeregt. Leute, ich bin aufgeregt. Warte. Jaros, danke dir. Die Flasche kannst du öffnen, auf jeden Fall. Hast ich du bin aufgeregt. Auch mal so. Ich hab alles. Genau. Wie viele? Guck mal. Bei Marius 3,4 und bei dir 1,6 ist es völlig in Ordnung. Hi Leute. Leute, ich will vorschlagen. Warte. Kann ich schon mal ein bisschen Schluck nehmen? Ich habe gerade voll Angst. 20. Ja, nee, ist ja voll lang. 50. Okay, Marius, wir haben einen Countdown von 50. Ich habe gerade eine Panikattacke. Warte. Hast du eine Panikattacke? Ich habe das erste Mal. Der erste Athlet, Leute, gibt schon auf. Nein. Der erste Athlet gibt schon auf. Eine Panikattacke, das gibt's ja gar nicht. Okay. Okay, Leute, dann gehen wir Marius auf seinen Wunsch ein. Ich würde sagen, machen Leute, wir Leute, bitte betet für mich. Ich will einmal kurz beten. Hallo. Ihr merkt, die Akteure sind schon ein bisschen aufgeregt. Marius fummelt die ganze Zeit an seiner Flasche rum. Okay, Jaros, respektvoll im Gebet. Inshallah, ich schaffe das. Okay, Jaros, guck mich jetzt an, Bruder. Ja? Ich zähle, Marius, guck dir mich jetzt an. Ich zähle jetzt von 50 Runden. Ist wie eine Achterbahnfahrt. Ist zwar ein bisschen lang, ja? Und hört mir ganz kurz zu. Hallo, ihr beiden, okay, Marius. Ja, hör zu. Bei Go. Bei diesem Go, dann dürft ihr erst loslegen. Nicht bei 1, bei Go. Nicht bei 1, bei Go. Okay? Ich hab grad voll Angst. Also gut, ja? Ich zähle jetzt runter. Von 50, ja? Bei Marius sind 6600 und bei Jaros 2,2. Okay, also. Okay, Leute, gönnt euch dieses Fettsack-Wettessen, Alter. Wer ist der krassere Dicke? Wer? Okay. Schreibt jetzt noch mal in den Chat, was ihr denkt, wer gewinnt. Okay, gut, dann machen wir noch einmal, Leute. Schreibt mal ganz kurz, bett mal den Chat voll. Für wen seid ihr? Bei Marius haben wir den Chat voll. Marius. So, dann sag ich mal, zeig uns dein Marius. Talent. Ne? Marius, wer ist für Marius? Wer ist für den anderen Dicken hier? Für Jaros, Leute, schreibt mal ganz kurz. Hey, danke schön für Jaros. Emoji. Marius, Jaros, bei dir sind viele von Marius hier, ey. Für dich sind echt? Sag dir bei Marius drin, Leute, ich küsse euer Herz. Krass. Marius? Ich bin echt mögen mich, die Leute. Ich glaube, die mögen mich. 9800 bei Marius. Oh, Marius, jetzt nimmst du wieder hier Fahrt an. Hast du angefangen, Marius? Seid ihr für mich? Maschallah. Mach locker, okay. Maschallah. Also ich würde sagen, das ist ausgeglichen. Wir fangen jetzt an, runter zu zählen. Bei 40. Bei 40? Wir fangen an bei 40. Bei 40, okay. Dann wir kommen euch ein bisschen entgegen, Leute. Okay, 10.400 bei Marius, 2.700 bei Jaros. Okay, nochmal Leute. Danke an alle, die gerade zugucken. Ihr seid die krassesten, Leute. Ich küsse euch. 103. Okay, Leute. Ich küsse euch. Wie gesagt, ich zähle jetzt von 40 runter, okay? Also es geht jetzt los. Konzentriert euch, Leute. Jetzt geht's um die Uhr, ja? Also gut. 40. 39. 38. 37. 36, 35, 34, mach mir nicht nach. 33, du bist Schiedsrichter, ja? 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25. Sorry, Leute. 24. Okay. 23. Ich piss mir gleich alles an. 22. Ich piss, konzentrier dich jetzt. Ich piss gleich. 21. 20. Ich hab volle Herzattacke, Alter. 19. 18. Ach, so hab ich gleich 17. Sterben werde. 16. Bismillah Rahman rein. 15. 14. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Marius? Ich hab noch nicht rein. Nein. Guck doch. Nein, nicht reinbeißen. Ich geb's Kommando. Ja, ich beiß nicht durch. 4, Ruhe. 3. Boah, der macht's voll spannend. 2. Götzchen gibt 1. Go! Okay, Leute, die Akteure beißen in den Döner rein. Jaros hat schon einen großen Bissen hier, meine Damen und Herren.
Marius, machst du noch ein bisschen hinten dran? Jarus? Jarus tut sich schwer, man sagt, er kaut, er kämpft. Die beiden Akteure haben das Wasser vergessen. Mal gucken, was Marius macht. Oh, Marius ist schon ein bisschen weiter vorne, Leute. Ihr seht es. Es wird ein spannendes Rennen auf jeden Fall hier, Leute. Marius, oh. Ah, ich würde sagen, jetzt ist es gleich auf. Jarus kämpft, Leute. Wie sieht es bei Marius aus? Bei Marius sieht es, oh, Marius hat noch ein bisschen mehr drin an Fleisch. Jarus. Oh, Leute, es wird auf jeden Fall klar. Ihr seht, Jarus ist schon an der Schmerzgrenze angekommen. Marius, wie sieht es bei dir aus? Oh, Marius hat einen Riesenbissen genommen. Leute, Marius hat einen Riesenbissen genommen. Wie sieht es aus bei Jarus? Kann er noch? Er ist schon am Würgen. Es geht hier um viel, Leute. Es geht hier um extrem viel. Oh. Marius hat nur noch ein Viertelstück. Marius hat ein längeres Stück. Ja gut, ich würde sagen, von der Fläche her, mit einer ziemlich geil. Jarus, gib Gas, komm, du schaffst es, komm. Marius konzentriert. Marius ist sehr fokussiert, Mann. Schaut euch ihn an. Er ist sehr fokussiert. Er hat schon öfters Trainer mit Essen gemacht. Jarus, das ist so lecker. Die Zuschauer das erste Mal. Es darf nicht lecker schmecken. Jarus, komm. Gib Gas, komm. Konzentrier dich. Schluck, trink Wasser, komm. Mann, oh, das sieht fast so aus, als wenn der andere Dicke, Leute. Oh. Türkei, Gelio, komm. Jarus, geh, geht's um die Ehre. Komm, jetzt auf geht's. Marius schaut, oh, das ist ein freches Lachen, ein freches Auslachen von seinem Gegner. Was ist denn da los? Ja, was willst du jetzt gefallen lassen oder was? Eieieiei. Das ist ja Wahnsinn. Schaut mal, Leute. Er hat nur noch ein bisschen großes Dönerstück in der Hand. Im Gegensatz zu Jarus. Oh, ich glaube, Leute, der Sieger steht fest für den heutigen Abend. Ich bin mir da ziemlich sicher. Marius kratzt die letzten Stücke von seinem Teller runter. Oh, das gibt einen klaren Sieg. Und wenn der Mund leer ist, hat Marius gesagt: Jarus, komm, noch ein bisschen nimmst du, Bruder. Auf geht's, komm. Na komm. Marius. Naja, Marius ist ein richtiger Profi. Marius ist der richtige Profi. Meine Damen und Herren, Marius, einmal den Mund zeigen. Hast du gewonnen? Komm. Warte, ich will auch alles nehmen, warte. Marius, bitte, das ist unfair. Okay, Leute, wir haben einen Sieger. Der dicke Allmann aus Aschaffenburg hat gewonnen. Ja, Jarus, du warst. Jarus, bist ein guter Verlierer. Jarus, genießt. Ey, da gab's schon schlechtere Jarus. Ja, ist in Ordnung, Bruder. Du hast dir Mühe gegeben, auf jeden Fall. Du hast dir Mühe gegeben, Leute. Leute. Ich bin wieder vom Scherz. Ich will schlecht verlieren, aber normalerweise. Was geht, Leute? Ich gönne es ihm. Leute! Der Döner.